nach Fort Tarsis. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Bin unterwegs. Ich habe meine Papiere. Ich vermute, ihr habt Robin Moores Archiv entschlüsselt. Das haben wir. Moore hat ein Gestalterrelikt entdeckt, das er den Auspex nannte. Das Symposium wollte es haben. Moore hat es ihnen verweigert. Sie verfolgten und töteten ihn schließlich. Aber Moore wusste, dass das Symposium unterwegs ist. Darum hat er alle Spuren verwischt. Damit das Symposium niemals herausfinden würde, wo er den Auspex versteckt hat. Ich sehe schon, was kommt. Ihr drei wisst, wo er ist. Ja, Datenarchiv. Viel drin. Alles. Durchatmen. Was Matty damit sagen will, ist, dass wir dank Moores Archiv wissen, wo der Auspex ist. Moment. Was macht der Auspex? Weiß nicht. Musst einfach zu ihm und ihn dann herbringen, damit wir ihn untersuchen können. Ja! Ja, Anson. Von nun an heiße ich die finale Kiste. Und daher müssen wir kämpfen. Genau deswegen höre ich mir diese verdammte Serie an. Na, sieh mal eine an, wer da kommt. Willst du spielen? Eigentlich würde ich lieber über dich reden. Alles okay? Es geht schon. Wirklich. Ich fühle mich erleichtert. Es scheint, du hast dich immer schon um Orion gekümmert. Ja. Hab ihn sogar einmal aus dem Feuer gerettet. Aber jetzt lässt er sich nicht mehr retten. Vielleicht ist das etwas Gutes. Er ist mein Bruder, aber wir haben nie wirklich zusammengepasst. Du hast immer noch deine Crew und dein Schiff. Orion hatte nicht Unrecht mit dem Leben auf einem Schiff. Es ist nicht leicht. Vielleicht ist es ja Zeit für eine Veränderung. Aber woher weiß man, wann es soweit ist? Du musst auf dein Herz hören. Nicht auf deinen Kopf, nur dein Herz. Das ist gefährlich. Der sichere Weg wird dir nie einbringen, was du willst. Ich muss beenden, was ich begonnen habe. Die Karawane. Obwohl es mir hier gefällt. Mehr als ich gedacht hätte. Aber du musst zu deinem Schiff zurück. Ja, und zwar bald. Die Crew wird nicht ewig warten. Ich schätze, ich muss einfach los und abwarten, was kommt. Ich möchte mich bei dir bedanken. Für alles. Es schien, als könntest du einen Freund gebrauchen. Ich hasse dieses Gefühl. Du weißt schon, wenn du jemanden begegnest, mit dem du dich gut verstehst. Und denjenigen wahrscheinlich nie wieder siehst? Nicht fair, oder? So ist das Leben. Genieße die Gesellschaft der Menschen, solange es geht. Den Kelch der Freundschaft austrinken, solange er gefüllt ist.
Ja, ich bin ein Poet. Dann sagen wir jetzt also, lebe wohl? Mir ist, als müsste ich etwas Bedeutsames zum Abschied sagen. Ach was, simpel ist meist am besten. Viel Glück, Freelancer. Viel Glück. Was meinst du, wie Maxine sie nennen wird? Inzwischen sind Monate vergangen. Ich glaube nicht, dass sie einen Namen. Die anderen haben mich ausgewählt, um dich zum Auspex zu führen. Naja, eigentlich habe ich mich freiwillig gemeldet. Errol sagte, scheint adäquat. Und Sumner sagte, mir egal, also kriegst du mich. Jedenfalls bist du bereits relativ nah an der Position dran, wo der Auspex sein soll. Bin unterwegs. Ihr, das Symposium taucht dort auf? Selbst wenn, gegen dich kommen sie nicht an. Ich, danke für das Vertrauen in mich. Gerne. Das ist es. Moore schreibt, dass er den Auspex zwischen den Räumen versteckt hat. Um ihn zu offenbaren, muss man räumliche Qualitäten modulieren. Natürlich. Ja, ja. Hey, hast du einen Transmitter in deinem Javelin? Den musst du auf dem Boden platzieren. Transmitter. Wenn ich das richtig einschätze, können wir den Auspex offenlegen, indem wir ein Signal mit Moores Zahlen aussenden. Und wo ist das Ding? Und ich dachte, ich wäre ungeduldig. Warte kurz. Der Auspex. Sieht instabil aus. Haben wir was falsch gemacht? Nein. Vielleicht. Wer weiß. Wir müssen ihn stabilisieren. Schnell. Erwartet hätte. Ist das ein Problem? Schon okay.
Ich bringe es euch unversehrt. Bring es zum Läufer. Wir treffen dich dort. Ihr Sitzlose! Das Symposium muss sie wieder angeheuert haben. Wir haben ein Problem. Die Gesetzlosen sind auch hier. Sie haben Fallen und Sprengstoff ausgelegt. Wir können nicht zu dir. Du musst einfach weiter Richtung Fort Tarsis. Dabei hatten wir gehofft, der Weg zurück würde ein Spaziergang werden. Schlägst dich echt großartig. Die schlechte Nachricht, der Auspex leider nicht. Er ist instabil und sein Zustand wird immer kritischer. Hättest du das nicht gleich sagen können? Naja, ich verleihe meinen Aussagen gerne etwas Positives. Matty, es gibt nichts Positives an. Du trägst ein instabiles Gestalterrelikt mit dir herum. Was mache ich jetzt? Lass mich nachdenken. Ich geh einfach weiter. Wir werden versuchen, die instabilen Oszillationen zu unterdrücken, indem wir eine lokalisierte Resonanzvortex durch deinen Javelin erzeugen. Geh nicht zu weit weg. Okay, den Teil verstehe ich. Gewichte, Chaoslöcher, sowas halt. Elementare? Das auch. Aber das ist was Gutes. Das bedeutet, er funktioniert. Irgendwas zwischen 2 Minuten und 4 Monaten. Matty? Aufzieht. Kannst du den Auspex irgendwo in Sicherheit absetzen? Bleiben Sie wachsam, Freelancer.
denn noch in Sicherheit? Ja, Betty. Nicht zu weit weggehen. Ich weiß, was ich tue.
du kannst uns den Auspecs vorenthalten? Vielleicht sollte ich ihn dir einfach geben. Der ist instabil. Mit ein bisschen Glück jagst du dich selbst in die Luft. Was macht das Relikt? Verdammt, du! Dummes Ding! Nicht ausgerechnet jetzt! Gerät bereit. Sobald der Ausbeck stabil ist, können wir herausfinden, was er macht. Augen auf, Freeman. Eine Minute? Das reicht nicht mal, um einen abzuseilen. Es war lang genug für Moore, dem Symposium immer einen Schritt voraus zu sein. Und er hat ihn versteckt. Ihm muss klar gewesen sein, dass sie ihn erwischen, sobald er das tut. Aber er hat es trotzdem getan. Ein Held. Sprecht ihr über den Auspex? Was macht er denn nun eigentlich? Er analysiert die Umgebung und kalkuliert mögliche Folgen. Er sagt die Zukunft voraus? Er sagt mögliche Versionen der Zukunft voraus. Wenn man bei einer Minute später überhaupt von Zukunft sprechen kann, finde ich nämlich nicht. Je größer der Bereich, desto mehr Möglichkeiten. Nichts kann das tun. Wisst ihr, wie man ihn benutzen kann? Noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Was ist mit dem Symposium? Habt ihr gehört, was der Agent gesagt hat? Sie haben Leute hier. Im Fort. Wir haben's gehört. Dagegen können wir im Moment nichts unternehmen. Wir können nicht einfach unsere Arbeit liegen lassen. Naja, deswegen bist du ja hier. Wir wissen, dass wir dich um Hilfe bitten können. Seid einfach vorsichtig und meldet euch regelmäßig. Ich will wissen, wie sich das entwickelt. Du wirst immer die Erste sein, der wir Bericht erstatten. Mangel an Stoff. Ich fordere dich heraus, Freelancer. Wozu? Dazu, deine Augen für Schönheit zu öffnen. Endet das hier in einem Versuch, deinerseits mir etwas zu verkaufen? Mir geht's nicht ums Geld, wenn du darauf hinaus willst. Ich bin Tuchmacher und Modeliebhaber. Das finde ich gut. Ja? Und doch habe ich dich noch nie in meinem Laden gesehen. Kein Grund, dich zu entschuldigen. Du bist einfach nur genauso wie alle anderen Leute hier im Fort. Sag, wie viele unterschiedliche Garnituren besitzt du? Nicht antworten. Lass mich raten. Zwei. Eine trägst du, die andere ist schmutzig. Woher weißt du das? Weil das die traurige Wahrheit ist. Die Menschen wenden sich ab. Wovon? Mode, Freelancer, Mode.
Unser Land ist geplagt von Kataklysmen, Krieg und Tod, ja. Aber müssen wir deshalb zwangsläufig gleich allen Freuden des Lebens entsagen? Ich bin der festen Überzeugung, heute mehr denn je, vor Tarsis braucht Mode im Alltag. Meinst du nicht, dass wir im Vor wichtigere Probleme haben? Du enttäuschst mich. Tut mir leid. Ich finde Mode halt einfach irgendwie... Albern? Wolltest du das etwa sagen? Mode ist Schönheit. Schönheit ist Leben. Kann man es überhaupt Leben nennen, wenn man ein Dasein ohne Stil fristet? Aber was war von dir schon zu erwarten? Freelancer kennen schließlich nur zwei Farben. Braun und brauner. Kein Grund, herablassend zu werden. Du hast recht. Ich sollte niemanden verurteilen. Ich bitte um Verzeihung. Vielmehr noch. Ich danke dir, dass du mich in Rage versetzt hast. Warum? Bevor du mich wütend gemacht hast, stand ich am Rand der Verzweiflung. Doch du hast das Feuer meiner Leidenschaft neu entfacht. Ich kam mit der festen Absicht nach Fort Tarsis, hier Mode zu verbreiten. Und genau das werde ich nun tun. Und wie willst du das anstellen? Das wirst du schon sehen. Wir beide werden das. Denn noch weiß ich es selbst nicht so genau. Ich schäume förmlich über vor künstlerischer Inspiration. Hörst du das? Mein Atelier ruft! Die Arbeit geht weiter. Forschung, Erkundung, Entdeckung, alle Sachen, bei denen du helfen kannst. Auf dich warten ein paar Aufträge, Freelancer. Gegenstände.